Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, wir haben in der letzten Folge die Absturzstelle der SSV Normandy 1 unter die Lupe genommen. Haben ihr gedacht und haben auch ein Denkmal aufgestellt. Und jetzt geht's endlich wirklich ans Eingemachte. Hier steht Archangel rekrutieren, den Professor rekrutieren und den Veteran rekrutieren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer der Veteran war. Archangel, glaube ich, weiß ich, wer das ist. Verrate ich aber noch nicht. Der Professor ist Mordin Solus, der salarianische Wissenschaftler, den wir unbedingt an Bord haben brauchen. Den wir brauchen, um unser Tech-Labor aufzumachen. Außerdem müssen wir auf Omega noch nach dieser FBA-Oberknupplung für die technischen Ads in unserem Schiff gucken. Also wir haben eine ganze Menge zu tun. Deswegen fliegen wir jetzt mal die Umlaufbahn von Omega an. Omega ist übrigens... Aha. Omega erbaut auf einem vollständig abgebauten Asteroiden mit vormals hohem Metallanteil, ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Unzufriedene aller Art. Zeitweise war die Station über Jahrhunderte verlassen, bis sie eine neue Gruppe Gesetzloser auf der Suche nach einem neuen Anfang wieder in Betrieb nahm. Das ursprünglich überaus elegante Design der Raumstation ist unter dem planlosen Wachstum verschiedenster Spezies kaum noch zu erkennen. Es gibt auf Omega keine zentrale Regierung oder eine allgemein anerkannte Autorität. Und es kann sich auch niemand an eine Zeit erinnern, in der das anders gewesen wäre. Alles klar, es ist also 7,8 Millionen Gesetzlose, also eine Art Piratenstadt. Und genau da wollen wir hin. Yippie. Das sieht ja schon geil aus, ne? Muss ich auch mal überlegen, wie alt das Spiel eigentlich schon ist. Ne, also, dafür wirklich Hut ab. Ah, super. Stecken Sie Ihre Waffen weg, indem Sie H drücken. Natürlich. Hätte ich auch von selbst drauf kommen können. H wie Hände weg von den Waffen. Na gut, ich kann ja nur die beiden Cerberus-Quäkse mitnehmen, ne? Zack. Also wir brauchen pro Landgang eigentlich, deswegen war ich so erstaunt in der letzten Mission. Also war ja keine richtige Mission, aber dass wir da ganz alleine runtergestiegen sind. Normalerweise bei jedem Landgang nehmen wir immer zwei Leute aus der Truppe mit und wählen das dann je nach Fähigkeiten aus. Die einen können eher Biotik, die anderen Tech, die anderen Soldaten und die können mehr schießen, die können mehr dies und der das. Da. Disruptor kriegt er. Zap. Achso, den hatten wir schon. Oh, den haben wir auch schon. Okay. Kampfmeisterschaft. Nein, Waffenschaden, Sturmlauf. Ist doch schön. Nehmen wir. Und die Brandmunition nehmen wir auch, weil die ist nämlich gegen organische, glaube ich, ja. Verwundet organische Ziele. Beschädigt. Achso, gegen Panzerung auch. Okay, nur gegen Synthetik sind sie weniger hilfreich. Aber dafür habe ich ja die Disruptors. Ah, nein! Autostufenanstieg. Zack. Miranda auch. Autostufen. Okay. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklan. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Moklan. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega.
Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf Sie hat. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Okay. Uiuiui. Ah, das ist ja super. Eine Karte. Karte finde ich gut. Afterlife-Eingang. Okay. Also sind wir gar nicht so weit weg davon. Die Märkte. Das ist der VIP-Bereich des Omegas. Das ist alles Omega hier, ne? Aria. Aber Liara. Wo finde ich denn Liara? Bitte. Halten Sie den Mund! Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Oh. Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihnen bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Bitte. Ich war... Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Typen fliehen immer nach Omega. Also das ist der Typ, den wir da im DLC bekommen haben. Der kam mit auf die Liste jetzt. Den können wir mitnehmen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den haben will. Also willkommen an Bord sage ich jetzt noch nicht einfach so zu ihm. Gehen Sie. Richten Sie sich auf der Normandy ein. In Ordnung. Ich mache es mir gemütlich. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elpfel Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen.
Wir kümmern uns darum, wenn wir dazu kommen. Unsere Mission hat Priorität. Ich weiß, dass wir Wichtigeres zu tun haben. Deswegen möchte ich diese andere Sache gern möglichst schnell erledigen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Alter, was ist das denn für ein Hund? Den werde ich niemals mitnehmen. Mit dem werde ich gar nichts machen. Blödes Arschloch. So. Ab zu unserer eigentlichen Mission. Jawohl, hier sieht das ja gut aus. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber gut, wir sollen ins Afterlife, ne? Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Aria erwartet mich. Genau. Wenn sie sie erwarten würde, wären sie längst drin. Gehen Sie rein. Wen starren Sie so an? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lasse Sie laufen. Vorerst. Pah. Man sieht sich. So ein Hund. So ein unbedeutender Hund. Wagt es. Yeah. Lauter tanzende Asari. Was? Wer? Erstmal ein Drink. Muss sein. Genau. Nur über ein cooles Handzeichen geht das. Das sind schließlich Shepard. Genau. Oh, sehr cool. Boah. Alter Schwede. So, und jetzt nach hinten. Nach hinten wegschmeißen. Komm, einer geht noch. Wir saufen uns ordentlich einen an, bevor wir zu Aria gehen. Cool. Na komm, geht noch. Oh, es wackelt alles ein bisschen. Sehr cool. Ja, da drüben geht's garantiert zu Aria, aber da wollen wir ja erstmal noch nicht hin, oder? Was ist das? Ach, hier geht's zu den Märkten? Okay, nein, hier wollen wir auch noch nicht hin. Oh Gott, was soll ich nur zuerst machen? Hier starte ich die Mission bei... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm. Ich hab zu tun. Verschwinden Sie. Ah, alles klar. Aria ist so schön. Na toll. Ich weiß nie, welches Augenpaar ich ansehen soll. Sie wollen reden?
reden Sie mit Aria. Ja, mit dir will ich bestimmt nicht reden, du Arsch. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer! Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Oh. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Badass. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf Ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Also, was kann ich für Sie tun? Ich suche nach Morden Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führungen. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich Sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt.
Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Dann habe ich wohl keine Zeit zu verlieren. Sie haben alle Zeit der Welt. Archangel hingegen weniger. Tja, dann... Ja, was machen wir zuerst? Gehen wir zuerst zu Archangel oder zuerst zu Maul and Solus? Ach, ich denke mal, der Söldneranwerber ist direkt hier. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei sieht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Bloodpack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Genau, Eric, der, den wir brauchen. Die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Bloodpack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Alter Schwede, da wollte das Kilo doch tatsächlich als Söldner anheuern. Aber Shepard ist ja da. Ja, gut. Also werden wir abgeholt von irgendwo. Ich denke mal, dann ist jetzt ganz klar, dass wir erstmal zu Archangel gehen und das ist mit einer ganzen Menge Geballere verbunden. Endlich Geballere! Endlich!
Los, lasse er mich ballern. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Nein, du kommst hier nicht rein. Bin ich hier richtig? Ed? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, ja, hier hinten, da sind die Transporter. Und da ist der Blue Suns Fahrer. Da wollen wir hin. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Der Ladebildschirm der Spannung. Na, wollen wir den Ed mal mitnehmen hier, diesen Said? Nein. Info? Sturm- und Präzisionsgewehre ist gar nicht so schlecht. Ich will den Typen aber nicht haben. Dann nehme ich lieber die beiden mit. So ein Scheiß. Hätte ich mir sparen können, den DLC. Oh ja, passt schon. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Boah, Alter, nee. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Eieieiei. Okay, also von hier aus geht's los. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Ah, okay. Das heißt, wir wollen nochmal zusehen, dass wir irgendwo in deren Technik in Abteilungen rumfummeln können. Hier ist gar nichts. Und hier ist also tatsächlich nur die Shuttle-Bucht. Wir müssen hier noch etwas Sabotage betreiben, damit wir nicht völlig zermetzelt werden. Leute, auf wen schießt ihr denn da? Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ich erwarte mir nicht, dass ich freischaffen wird. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Die leichten Mechs zuerst. Wenn das nicht reicht, schicken wir die schweren hinterher. Seien Sie bereit. Tarek, ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen.
Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Aria eine Chance hat. Okay, also die kämpfen halt auch gegen Aria irgendwie. Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn Ihnen so viel daran liegt, Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine, aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Ich halte von diesen Söldner-Ads überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Aha. Okay. Den brauchen wir. Na komm schon, komm schon, komm schon. Grün oben. Den brauchen wir. Nein. Und den brauchen wir, jawohl. Ja, das finde ich gut. Geld ist immer gut. Das müsste sie ausbremsen. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn sie ihn aktivieren. Super. Und in die Schlacht gehen wir dann in der nächsten Folge. Nachdem wir jetzt die schweren Mechs umprogrammiert haben. Oh Gott, das wird witzig. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich.